Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zum ersten Teil des Let's Play Star Trek Voyager Elite Force. Im letzten Teil haben wir ja schon das Tutorial abgeschlossen und dann fangen wir auch gleich an mit dem Let's Play. So, wir spielen auf normal, männlich und starten auch gleich. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Die Rettung. Bei Sternzeit 48315,6 wurde die USS Voyager unserer Kontrolle entrissen und 70.000 Lichtjahre durch die Galaxie in den Delta-Quadranten transportiert. Von dort begannen wir unsere 70-jährige Heimreise ohne jegliche Hilfe der Sternenflotte. In zahlreichen Begegnungen haben wir viele gefährliche und gewalttätige Spezies kennengelernt. Da wir nur über eine begrenzte Crew ohne die Chance einer Verstärkung verfügten, beschlossen wir, ein Spezialteam einzurichten, um gefährlicheren Situationen zu begegnen. Tuvok, der Sicherheitschef der Voyager, sammelte eine Eliteeinheit um sich, die das Hazard-Team genannt wurde. Fenrich Monroe ist stellvertretender Kommandant dieses Teams. Ausgerüstet mit Seven of Nines experimenteller Anti-Borg-Waffe, dem Unendlichkeitsmodulator, hat sich das Hazard-Team in einer gefährlichen Mission in einen Borg-Kubus gebeamt. Sie wurden jedoch schnell überwältigt. Der U-Mod ist nun in den Händen der Borg. Monroe ist abgeschnitten von den anderen und versucht nun verzweifelt, das Team zu retten. Ja, dann haben wir schon was über die Geschichte erfahren, was passiert ist. Oh, in böser Burg. Na, mein Kleiner. Und da sind wir. Monroe an Tuvok. Ich bin vom Rest des Hazard-Teams abgeschnitten. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Mr. Monroe, wir haben die Lebenssignale Ihrer Mannschaftskameraden isoliert. Sie scheinen in der tertiären Energiemodulationskammer gefangen zu sein. Retten Sie sie um jeden Preis. Verstanden. Tertiäre was? Tja, dann haben wir auch schon mal die Kontrolle. Und ja. Fenrich, ich habe Ihre Missionsziele und die taktischen Informationen geladen. Informieren Sie sich jetzt, bevor Sie fortfahren. Kann ich jetzt? Danke. Ja, hier haben wir im Prinzip das Missionsmenü. Kriegen wir auch ein paar taktische Informationen. Die Ziele sind, retten Sie Ihre Teammitglieder und holen Sie den Humor von den Box. Wir haben schon das Tutorial gespielt, also wissen wir auch, wie alles funktioniert. Wenn ich den Bock nicht... Also ihr fragt euch ganz sicher, warum ich jetzt nicht einfach alle Borg abknall. Ja, wenn ich jetzt hier einen angreife, dann gehen alle anderen auf mich los. Egal wo sie sind. Die sind halt in einem Kollektiv, also alle Gedanken sind miteinander verbunden. Außer wenn ich jetzt hier den Phaser nehme und. Zack! Jetzt ist die gesamte Energie in dem Bereich ausgeschaltet. Dann brauche ich nur noch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, den habe ich schon ausgeschaltet, habe ich nicht gesehen. In dem gesamten Bereich sind jetzt alle Borg aus und kann ich einfach... Ja, das macht Spaß. Und hier, weiß ich schon, ist ein Geheimnis. Ein Waffenenergietaumel. Was ich allerdings nicht brauche. Ich brauche ja einen Lebensenergietaumel, aber ist auch nicht so dringend.
Im ganzen Spiel gibt es halt Geheimnisse, wo man seine Waffenenergie und so weiter auffüllen kann. Hallo. Und auch seine Lebensenergie. Und die muss man halt finden. Hier haben wir wieder so einen Verteiler. Gucken, hier ist auch ein neuer Bereich. Zack. Und da. Nochmal ein neuer Bereich. Laufen wir einfach mal durch. Wir erkennen uns auch nicht als feindliches Tier an, wenn wir nicht auf irgendwen, auf irgendeinen Bock schießen. Moment. Ach. So, besser. Der fummelt jetzt daran rum. Und wir schießen einfach mal den Plasmafilter kaputt. Gehen hier rein. Klettern hier hoch. Hier runter und da lang. Und jetzt. Bumm. So. Dann fahren wir hier runter. Monroe, mein Retter. Schnappen Sie sich den U-Mod. Er liegt dort auf dem Tisch. Hallo. Ja, den können wir auch ruhig nehmen, aber dann... Oh. Holen Sie mich heraus. Benutzen Sie die Kontrollkonsole da drüben. Gibt's auch einen Verstärkungsschuss, aber den wird ich hier nicht ein, denn der verbraucht eine ganze Menge Energie. So, da haben wir einen Freund. Lassen Sie uns gehen. Das ist Beastman. Fähnrich Beastman. Waffenenergie hätte ich gerne noch. So. Und dann können wir auch schon gehen. Und gleich um die Ecke. Na gut. Der beachtet uns gerade nicht, aber gleich. Genau jetzt. Jetzt kommt er. Danke, Monroe. Ich bringe Odell zurück zum Schiff. Sich fügen. Vorsicht! Drehen Sie sich um! Ich muss gar nichts. Sie müssen sich fügen. Och nein. Das kommt doch einfach mal. Da sind wir wieder. Hinter Ihnen! Wir haben halt Erinnerung, weil die Box dann so anpassen, wenn wir zu etwas zu schießen. Hey, ein blaues Kraftfeld! Ich kann keinen Verteilerknoten entdecken. Es muss hier eine besondere Energiequelle geben. So. Wenn ich einen U-Mod hätte, würde ich mitkommen. Aber was sage ich? Ich bleibe besser hier und halte die Stellung. Genau. Jetzt müssen wir auch gleich vorkommen, genau. Hey, gut geschossen, Manlo. Gut. Da schieße ich wieder eine Folge drauf. Bam. Hey, Monroe. Wenn Sie in 5 Minuten nicht zurück sind, werde ich Ihnen nicht folgen. Ach, Ivo. Wir werden schon nicht sterben. Hey, das Kraftfeld ist deaktiviert. Was zum... Monroe, kommen Sie zurück! Einige Borg haben sich hier reingebeamt und sie... Ah! Sie ihre Absichten. Na gut, ich glaube doch den Mod nehmen wir. Das ist trotzdem. Mist. Kann ich den nicht irgendwie remodulieren? Deswegen. Der Borg hat die ganze Energie genommen. Hallo. So. Jetzt holen wir uns den Beastman. Das ist einfach so abhaut. Trete in neuen Bereich. Der Überfall. Und wir uns auch gleich ein bisschen Lebensende. Ach, haben wir voll. Waffenenergie.
müssen noch gleich Bock kommen. Hallo. Ja, irgendwie. Was sage ich trotzdem? Oh. Ja, dafür war der Bruch natürlich. Headshot. Oh, Lebensenergie habe ich angefangen. Und aufwärts. Sir, ich bin getroffen worden. Die Borg haben die Mannschaft hierdurch. Beamen Sie sich zurück, Chang. Sie haben hier alles in Ihrer Macht Stehende getan. Ei, Sir. Das ist wenigstens deine Waffe hier. Hier wendet er natürlich mit. So, fahren wir hier mal mit dem schönen grünen Aufzug. Komm hoch. Manu. Okay, da müssen wir hier stehen bleiben und zerquetscht werden. So, ich nehme dann sogar mit. Neva? Der Aufzug ist so nett, dass er nicht geht. Ah, gleich sind wir genommen. So, dann müssen wir... Da ist überhaupt nicht zu erwarten. Dann fahren wir hier nochmal mit. Los, nach unten. Dass wir Headshots nicht ausmachen. Und ich bin eine Maus. Spielt aber auch richtig, wenn man das... ja, danke, dass du richtig... Und dann fahren wir hier wieder runter. Und wieder schon auf deiner Seite, aber... das Begrüßungskomitee und dann einmal hier runter. Zack. Ja, schön. Ja, da ist hier noch ein Kraftwerk.
Monroe, Gott sei Dank. Bring sie uns hier raus. Monroe an Voyager. Ich habe das Hazard-Team lokalisiert. Sie sind hinter einer Art Kraftfeld gefangen. Verstanden, Fähnrich. Sehen Sie, ob Sie die Kontrollkonsole für das Kraftfeld orten können. Ja, dann. Das Kraftfeld auch weg, aber ich wollte nicht unbedingt drauf drücken. Hey, seien Sie vorsichtig! Das weiß ich jetzt nicht, was jetzt passiert. Funktioniert nicht. Wir haben keine Zeit für so etwas. Nein! Nein, warten Sie nicht! Ich habe es Ihnen gesagt. Aber was sollte ich denn machen? Mr. Monroe, Ihr taktischer Ansatz war, vielleicht kann man sagen, taktlos. Okay, Hazard-Team, melden Sie sich zur Einsatzbesprechung. Prima gelaufen, Monroe. Danke. Ja, gehst mal mit. Danke. Sir, wenn ich... Wie hätte ich wissen können, dass die Schaltkonsole explodieren würde? Dieser Punkt ist nicht relevant, Mr. Monroe. Eine gegebene Situation ist nicht immer so vorhersehbar, wie Sie sich das wünschen. Ihre leichtsinnige Entscheidung hat Ihren Tod und den Ihrer Mannschaftskameraden verursacht. Sie haben versagt. Wenn Sie den Standardverfahren des Hazard-Teams gefolgt wären, dann hätten Sie diese Simulation überlebt und Ihre Missionsziele erreichen können. Ja, Sir. Verfahren. Sprechen Sie, Fähnrich. Deck 4. Bei allem Respekt, Sir, ich denke nicht, dass das Verfahren etwas ausgemacht hätte. Es gab nicht die geringste Möglichkeit, Sie zu retten. Eines Tages, Mr. Monroe, werden Sie auf das Unmögliche stoßen. Betrachten Sie dies als Ihren persönlichen Kobayashi Maru. Alarmstufe Rot! Alle Mann auf Gefechtsstation! Computer, leiten Sie den Turbolift zur Brücke um. Aber die Originalstimmen finde ich schön. Das muss wehtun. Status. Captain, wir haben Berichte über sekundäre EPS-Leitungen auf den Decks 8 und 9, die auseinanderbrechen. Warp-Antrieb funktioniert nicht. Was ist passiert? Wir haben auf das Notsignal eines gestrandeten Schiffes reagiert und es hat das Feuer eröffnet. Tuvok, Sie antworten nicht auf Rufe. Ziehen Sie auf Ihre Waffensysteme und machen Sie sie kampfunfähig. Phaser feuern. Direkter Treffer. Die Phaser hatten keinen erkennbaren Treffer. Die Schilde Achtern sind ausgefallen, Captain. Hilfsenergie wird zu den Schilden umgeleitet. Captain, ich erhalte Bericht über umfassende Schäden auf den Decks 9 und 10. Wir werden einen weiteren Treffer nicht überleben. Photonentorpedos, volle Streuung. Torpedos unterwegs. Ist jemand verletzt? Ich habe keine Schäden davongetragen. Was ist da passiert? Captain, wir scheinen irgendwie aus dem normalen Raum gerissen worden zu sein. Ich glaube, wir wurden durch eine Art isodimensionale Spalte gesogen. Aha. Wo sind wir? Anscheinend hier, Captain. Die Sensoren und die meisten primären Systeme der Voyager sind außer Betrieb. Bis die Reparaturen abgeschlossen wurden, wird es möglicherweise schwierig sein, festzustellen, wo hier ist. Ja, das ist mal eine Aussage. Jetzt beginnt der Vorspann. Ach, ich finde ihn einfach so schön. Musik.
Ist in Ordnung. Computerlogbuch der Voyager, Captain Janeway, Sternzeit 53854,7. Die Voyager wurde von einer unbekannten Streitmacht angegriffen und zu einer Art Raumschifffriedhof gebracht, dessen Lage uns unbekannt ist. Das Schiff ist schwer beschädigt. Kommunikation, Antrieb und weitere Systeme funktionieren nicht. Bis zum Abschluss der Reparaturen sind wir hilflos. Wir können nichts tun. Bringen wir dieses Schiff wieder in Schuss, Chakotay. Aktivieren Sie die Schadenskontrolle, Harry. Finden Sie so viel wie möglich über diese anderen Schiffe heraus und stellen Sie fest, wo genau wir eigentlich sind. Aye, Captain. Oh. Also, ich würde mal sagen, ich beende hier den Teil, mach noch kurz einen Speicherstand. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Teil und ciao, ciao.